Die Hymnen sind verklungen. Gelegenheit für uns, sofort zu den beiderseitigen Mannschaftsbesetzungen zu kommen, denn da gab es ja bis zum heutigen Tage einiges Rätselraten. Also, die Formation unserer DDR-Fußball-Nationalmannschaft. René Müller im Porträt, Ronald Kreher, Uwe Zeusbütsche, zu ihm später etwas, Detlef Schössler, Matthias Döschner, Hans-Uwe Pilz, Matthias Liebers, Jürgen Raab, Ulf Kirsten, Thomas Doll und Andreas Thom. Diesen elf Männern gab er das Vertrauen. Trainer Bernd Stange. Eine DDR-Formation, die dem Kenner der Materie sofort signalisiert, die Flucht nach vorn könnte die Devise lauten. Die Besetzung der sowjetischen Mannschaft. Gleich werden wir sie Ihnen einblenden mit Dasajew im Tor. Mit Besonow, dem erfahrenen Mann mit der Nummer 2. Libero Chidiatulin. Vorstopper Kuznetsov. Demjanenko, der erfahrene Linksverteidiger. Jaremtschuk nach langer Verletzungspause erstmals wieder dabei. Alenikov, Mittelfeldspieler. Michailitschenko, Mittelfeld- und Angriffsspieler. Savarov, auch er war längere Zeit verletzt, wieder dabei. Dann der Torjäger Protasov. Und das junge Talent Dabrowolski, hier Trainer Valeri Lobanowski. Sie haben nichts versäumt, die ersten Sekunden laufen. Es wird Abstoß geben vom Tor Dasajews. Und dies besorgt Chidiatulin. Schiedsrichter der Partie ist übrigens Dusan Krychniak aus der CSSR. Und vielleicht der erste erfolgversprechende Angriffszug unserer Mannschaft. Langes Dribbling von Raab. Freistoß schon ausgeführt. Das Spiel beginnt mit dem erwartet hohen Tempo. Das ist ein klasse Mann, dieser Igor Dobrowolski. Wir sahen ihn zuletzt beim 1:1 gegen Frankreich. Der junge 20-Jährige mit der Nummer 11 wird hier gefoult von Ronald Kreher. Hier haben wir Dusan Krychniak, 40 Jahre alt, FIFA-Schiedsrichter seit 11 Jahren. 13 A-Länderspiele leitete er, 50 internationale Begegnungen. Ihm zur Seite stehen Ivan Gregor und Jerzy Jaschek, alle GSSR. Freistoß von Demjanenko. Gut gedacht von Schössler. Mein Kollege Gottfried Weise hatte ja einleitend schon einige Bemerkungen zu dieser Partie gemacht. Da gibt es nicht allzu viel zu ergänzen. Vielleicht noch diesen Satz. Es ist gerade 10 Tage her, als unseren Spitzenclubs BFC, Lok und Dresden der Spiegel der Realität vors Gesicht gehalten wurde. In der heutigen DDR-Auswahl stehen 9 Akteure aus eben diesen 3 Clubs. Damit ist sicher nicht alles, aber wohl manches gesagt. Demjanenko. Übertriebene Hoffnungen oder gar Illusionen sind fehl am Platze. Die UdSSR-Mannschaft, die bei den letzten beiden Weltmeisterschaften in Spanien und Mexiko für so manch positive Schlagzeile sorgte, war von Anfang an der Favorit in dieser EM-Qualifikationsgruppe und ist dieser Rolle bis heute voll gerecht geworden. Sicherlich kann man sich über diese oder jene Position im DDR-Aufgebot streiten. Aber ich glaube schon, dass Bernd Stange jenen 11 Akteuren
Hier haben wir ihn im Bild mit die Chance, die Einsatzchance gegeben hat, die heute brennen werden, die alles geben werden. Das steht wohl außer Frage. Vielleicht noch etwas zur kurzfristigen Änderung auf dem Libero-Posten. Frank Rode, der BFC-Stopper, fühlt sich ein wenig selbst indisponiert. Foulspiel. Das kann die erste gelbe Karte geben. Jawohl, für Savarov. Das Spiel wird fortgesetzt werden mit Freistoß aus unserer Hälfte. Liebers, der mehr über die linke Mittelfeldseite kommen wird. Pils über die rechte. Sehr schön, die Eingabe. Hinterhaltschuss. Vielleicht 1,5 Meter vorbei. Der Schuss kam von Detlef Schössler. Immerhin ein stimmungsvoller Beginn. Jetzt sind genau 5 Minuten gespielt. Das sah sich gut an und auch der Hinterhaltschuss etwas mit dem Außenspann lag nicht so schlecht. Also für Frank Rode, Uwe Zetsche, der ja in schweren internationalen Europapokalbegegnungen schon auf dieser Position nur beim ersten FC Lok stand, also durchaus kein heuriger Hase ist. Und sein Einsatz dürfte mit keinem größeren Risiko verbunden sein. Wenn man bedenkt, wer auf der Bank der sowjetischen Mannschaft alles sitzt, ich denke da beispielsweise an Ratz oder an Bubnov oder an Litovtschenko, da kann man Valeri Lobanovsky nur beneiden. Hier der langjährige Auswahlchef. Valeri Lobanovsky steinern seinen Blick wie gewohnt. Sicherlich sind Training und Wettkampf zwei völlig verschiedene Schuhe, aber ich sah die sowjetische Mannschaft gestern Abend beim leichten Lockerungstraining und da machte sie auf mich einen überzeugenden Eindruck. Flüssiges, direktes Spiel im Kampf 8 gegen 8. Viele, viele herrliche Direktkombinationen waren da zu entdecken. Uwe Zetsche. Schön gespielt, lang und genau auf Turm. Immer noch gut. Da kam gerade noch der Rettungsanker von Besonov. Er ja einer der erfahrensten in der Sbornaja mit 29 Jahren und 65 A-Länderspielen. Besitzt wie Dasajew und Demjanenko die Erfahrung von 2 Weltmeisterschaften. Da hatten wir ihn gerade kurz beim Einwurf im Bild.
Dobrowolski hatte da hinten mit ausgeholfen. Klare Sache, Foulspiel am blonden Michailitschenko. Oft genug in der Vergangenheit schickte Trainer Lobanowski bei Auswärtsbegegnungen nur einen einzigen echten Stürmer auf den Rasen. Heute sind es gar vier Gelernte zumindest, mit Dobrowolski, Protasov, Michailitschenko und ja auch Savarov, der es allerdings vorzieht, mehr aus der mittleren Zone zu agieren. Man darf gespannt sein, wie dieser Alexander Savarov, der 26-jährige Mann, seine Verletzungspause überstanden hat. Das war die erste Kostprobe von ihm. Da ist er. Vier Minuten vor der Pause erzielte er ja in Kiew beim 2:0 gewonnenen Hinspiel gegen unsere Mannschaft das so wichtige 1:0 und ausgerechnet per Kopf. Der kleine Mann nutzte eine Schaltpause in unserer Abwehr, die wir uns heute natürlich nicht leisten können. Da geht er in die Spitze. Michailitschenko, ein ganz schneller und trotz seiner Größe auch beweglicher Mann. Groß gewachsen, 1,86, kopfballstark. Neben ihm Hans-Uwe Pilz. Ich nehme an, die Gruppenkonstellation ist Ihnen bestens bekannt. Da um diese Zeit aber nicht nur Fußball-Insider am Bildschirm sitzen, seien die Fakten schnell noch einmal genannt. Mit einem Sieg würde sich die UdSSR definitiv für die EM-Endrunde 88 in der BRD qualifizieren. Schon ein Remis würde praktisch genügen, da es dann bei der 2-Punkte-Differenz zur DDR bliebe, bei noch einem ausstehenden Heimspiel gegen Island. Nur ein DDR-Erfolg würde die Gruppensituation weiter offen halten bzw. zuspitzen. Zimperlich geht's auf beiden Seiten nicht zu, das war auch angesichts der Bedeutung auch nicht anders zu erwarten. Schöner Schuss, wieder abgegeben von Detlef Schössler, der jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um nach vorn mit aufzuschließen, spielt bisher gut vom Mann von Dobrowolski weg. Beide beim Kopfballduell, während wir hier die Wiederholung sehen. Der Linienrichter stand unmittelbar daneben, muss es genau gesehen haben. Guter Einsatz.
Es ist gepfiffen worden nach diesem Foul an Thomas Doll. Freistoß für unsere Mannschaft. Es ist fast ein Eckball, denn Sie sehen es selbst. Der Freistoßpunkt ist nur wenige Meter vom Eckstoßpunkt entfernt. Mit dem linken Bein wird Matthias Döschner das Leder in den Strafraum bringen. Jürgen Raab, sicherlich der Kopfballstärkste im heutigen DDR-Aufgebot. Ansonsten dürften die Vorteile in diesem Bereich ganz klar auf Seiten der sowjetischen Mannschaft liegen. Sowohl in der Abwehr, hier mit den hochgewachsenen Pridiatulin und Kuznetsov, wie auch im Angriff mit Protasov, Dabrowolski und Michalitschenko. Liebers, Überraschungsmoment. Schade drum, eine blitzsaubere Aktion des Leipziger Mittelfeldspielers. Jetzt genau nach einer Viertelstunde. Ich glaube, da hätte Rinat Dasajew keine Abwehrmöglichkeit besessen. Er schaute hinterher. Schade, schade drum. Sie sehen den Stand der Dinge. Eine Viertelstunde ist vorüber. Tempostark. Einsatzhart geführt von beiden Mannschaften, wechselnde Szenerie und auch schon einige gute Schüsse von unserer Mannschaft zu sehen, von Schössler zweimal und eben von Liebers. Jetzt wird es den ersten Eckball geben. Der Leipziger Lokmittelfeldspieler Matthias Liebers tritt diesen Eckball. Kurz auf Doll. Gute Finte. Da stand er ungünstig zum Ball, der Dresdner. Nein, es war Jürgen Raab, der Jener. Vagis Pridiatulin. 28 Jahre alt, 39. Länderspiel, bestens bekannt aus den Europapokalvergleichen mit Dynamo Dresden. Artistische Einlage von Jürgen Raab. 18. Minute. Im Wechsel stoßen unsere Mittelfeldakteure Raab und Liebers mit nach vorn und sorgen so für zusätzliche Torgefahr. Das ist auch beabsichtigt. Wenn ich gerade sagte, Pridiatulin aus den Dresden vergleichen, das stimmt natürlich nicht. Mir fällt gerade einer, war ja gesperrt, gerade für diese Spiele, aufgrund eines Feldverweises. Aber er gehört seit Jahr und Tag zur Spartak-Mannschaft, wie sein Torhüter Rinat Dasajew. Das war schlecht gemacht. Schlecht gemacht, die Abstimmung zwischen Krehr und Müller.
Anstatt den Ball risikolos wegzuschlagen, verdribbelt Kreher das Leder. Und Michalitschenko verpasst diese sogenannte hundertprozentige Einschusschance. Solch eine Unachtsamkeit kostete uns in Kiew das 0:1. Ist der erste Angriffsdampf schon rauchlos aus unserer Mannschaft? Das ist jetzt die Frage nach 20 Minuten. Das war die einzige Abspielmöglichkeit für Daschner. Zurück auf Torhüter René Müller. Jetzt orientiert sich auch Döschner mit nach vorn. Der kleine Jaremczuk. Seit Ende August, seit dem Bernabeu-Turnier in Spanien, spielt dieser Ivan Jaremczuk mit der Nummer 6 erstmalig wieder im Auswahltrikot. Er litt dort einen Beinbruch. Das war natürlich eine unbeherrschte Aktion von Kuznetsov gegen Thom. Da sprang auch gleich Bernd Stange auf, vier übrigens unsere Wechselspieler. Weißflug, Stamann, Rode, Stübner und Minge. Na, jetzt habe ich es andersrum gesehen, aber der Linienrichter entscheidet auf Eckball. Die Ecken von rechts tritt Hans-Uwe Pilz. Sehr schöner Hinterhaltsschuss von Döschner, aber mit stoischer Ruhe pariert von Dasajew. Das lässt er durchgehen, dieses Schubsen von Kirsten. Fediatulin, Demjanenko und Pilz. Feier!
Hoffentlich kann sich der Dresdner Hans-Uwe Pils heute einmal im Auswahltrikot durchbeißen. Auch er war ja längere Zeit erst verletzt. Und er soll ja einer der Ideenbringer in unserer Mannschaft sein. Gut wurde der Savarov abgeblockt. Auch schön gesehen von Raab. Öffnender Pass. Der kleine Wieselflinke Jaremczuk. Beide gingen zum Ball, aber das kann auch zu Verletzungen führen, zu Dehnungen im Knie. Und jetzt kann es gefährlich werden. Abseits. Spät kommt da die Fahne. Ich glaube, Ronald Kreher liegt immer noch am Boden nach diesem Pressschlag mit Dabrowolski. Das hat wehgetan. Nein, nein, die Geste von Matthias Döschner ist falsch. Beide gingen zum Ball. Bernd Stange fordert weiter aggressives Stören im positiven Sinne. Weiteren Druck von unserer Mannschaft. Gespielt sind 26 Minuten. Also dieser Oleg Kuznetsov ist auch bald reif für eine gelbe Karte. Zum wiederholten Male jetzt Foulspiel. Diesmal an Thom. Liebers. Jaremczuk. Die Abseitsfalle schnappte zu. Bisher unsere engere Abwehr, sieht man einmal von diesem Missverständnis zwischen Kreher und Müller ab. Steht gut, umsichtig dirigiert vom Leipziger Libero Uwe Zetsche. Könnte ein weiter Einwurf werden von Pils. Nein, diesmal nicht.
Da wusste Dolfe für einen Bruchteil der Sekunde nicht, wo der Ball war. Oh ja, der Magdeburger Schössler gefällt mir ausgezeichnet, ist bissiger Mann, zweikampfstark und offensivfreudig. Hier links Jörg Stübne, ganz links Torhüter Jörg Weißflug, in der Mitte Dirk Stahmann, Frank Rode und rechts Ralf Minge. Unzufrieden kann man mit den ersten gespielten 30 Minuten in keinem Falle sein. Aus unserer Sicht, die Mannschaft hat wohl das gezeigt, wozu sie gegenwärtig in der Lage ist. Sie spielte angriffsbetont, natürlich mit der nötigen Absicherung. Und bis auf die eine schon erwähnte Schaltpause stand auch der Abwehrblock recht gut. Und zwei, drei Tormöglichkeiten haben sich unsere Männer auch erspielt. Es fehlen freilich die hundertprozentigen, die ganz zwingenden. Aber auch da kann man halt nur so spielen, wie es der Kontrahent zulässt. Demjanenko, der Stratege, ist sich nicht zu schade, hier den Ball risikolos zur Ecke zu köpfen. Zur dritten für unsere Mannschaft. Schon gespielt von Pilz auf Schössler. Schade, da war ein bisschen weggerutscht. Doll, gefühlvoll, dann Thom und Kirsten hat die Chance. Ein Schritt fehlte, das war eine kluge Angriffssituation, gut herausgespielt. Über Doll, Thom und Kirsten, unsere drei jungen Angriffsspieler. Zu weit aufs Tor gezogen von Demjanenko. Da konnte Oleg Protasov seine Kopfballstärke nicht nutzen. Wieder abseits. Ein neuer Ball im Spiel. Dem Alten ist wohl die Luft ausgegangen. Vorteil entscheidet Herr Krichniak. Da fehlte wohl die Kraft. Nach diesem langen Solo von Andreas Thom fehlte die Kraft beim Abschluss. Wir sahen eben neben Trainer Valeri Lobanowski, den Assistenztrainer Juri Marozov, Clubtrainer bei ZSK Moskau.
Savarov hält den Ball in der eigenen Hälfte. Bis auf Andreas Thum. Alle anderen 9 Feldspieler unserer Mannschaft in der eigenen Hälfte. Bei Ballbesitz der UdSSR-Vertretung ziehen sich, wie gesagt, bis auf Thum sofort alle DDR-Akteure zurück, verdichten die Räume. So ist es vorgesehen und es hat bisher auch ganz gut geklappt. Aber dieses Spiel erfordert natürlich viel, viel Kraft. Dieser ständige Wechsel zwischen Antreten, Stoppen, nach vorn, nach hinten. Jetzt wird Protasov auf die Reise geschickt. 18 Treffer erzielte er in dieser Saison bisher für Dnepr. Führt damit in der sowjetischen Torschützenliste. Bessonov. So hart der Einsatz, so sah es der GSSR-Unparteiische. Der Einsatz von Liebers. Doll erkämpft einen Einwurf, Liebers. Wo ist da der freie Raum? Schössler. Naja, der dritte war zu viel. Mutiger Hinterhaltschuss von Liebers. Er kann ja aus 25, 30 Metern schießen, hat er oft genug bewiesen. Sicherlich nicht häufiger im Club als in der Auswahl. Aber hier zeigt er einmal seine Schussstärke. Ja, Ulf, geh erstmal mit. Aber natürlich kein Problem für Dasajew. Der Ball war ja auf den Mann gezogen. Foul an Dobrowolski. Torentfernung knapp 25 Meter, halblinke Position. Das könnte gefährlich für René Müller werden. Interessant, auch Kirsten und Thum in der 5-Mann-Mauer mit der Schnarrab und Zetsche. Es wird eine Eingabe von Khediatulin und da war Michail Lachitschenko vorn mit aufgetaucht. Der große, wuchtige Spieler mit der Nummer 8. Savarov.
Andreas Thom bleibt nichts anderes übrig, als es im 1:1-Spiel immer wieder zu versuchen. Um dann vielleicht diesen entscheidenden halben Meter Raum zu gewinnen für eine Eingabe oder für den besser postierten Nebenmann. Oben wird nicht viel zu holen sein. Nicht bei Dasajew und auch nicht bei Kvyatkulin oder Kuznetsov. Jaremczuk am rechten Flügel. Fünf Minuten verbleiben in dieser ersten Spielhälfte. Die bisher interessant, teilweise packend verlief. Viele scharfe Zweikämpfe. Hin und wieder auch gelungene Kombinationen über mehr als 2-3 Stationen. Einige registrierenswerte Torschüsse. Aber die wohl klarste Torgelegenheit hatte der Gast. Mit dieser Chance für Michalitschenko nach dem Abstimmungsfehler Kreer-Müller. Wobei die Hauptschuld natürlich Ronald Kreer trifft. Kirsten zerreißt sich vor Einsatz, muss allerdings hin und wieder auch kontrollierter zu Werke gehen. Ja, das war solch eine schöne hereingezogene Flanke und nicht ganz astrein wurde da Andreas Thom von den Beinen geholt. Schauen wir noch einmal hin, Schösslers Eingabe und da wird er von Bessonow geschubst, man hat es gerade noch gesehen. Oh, einen unglücklichen Ball. Da kam da unser Spieler an den Kopf. Abgefeuert von Kuznetsov. Mitten ins Gesicht. Tja, wer ist es? Aus unserer Perspektive nicht ganz leicht auszumachen. Ist es Andreas Thom oder Thomas Doll? Thomas Doll bekommt den aufmunternden Beifall der 20.000 Zuschauer hier im Jahn-Sportpark. Die letzten 120 Sekunden laufen in dieser ersten Spielhälfte. Tja, was gibt es? Einwurf für die sowjetische Mannschaft.
Ist das die Chance? Das ist sie! Zum 1:0! Ulf Kirsten, der Schütze. Fünfundvierzigste Minute. 1:0 für die DDR-Mannschaft. Torschütze Ulf Kirsten. Schauen wir noch einmal hin. Diese Szene liegt ein wenig zurück. Das ist nicht die Wiederholung gewesen, aber hier haben wir den glücklichen Schützen. Abstimmungsfehler in der engeren Abwehr. Kuznetsov passte da nicht auf. Ich glaube, die Vorlage kam von Doll. Und Kirsten nutzt diese unverhofft sich bietende Gelegenheit zum hochverdienten 1:0. Ich muss es ganz klar sagen, denn unsere Mannschaft hat in dieser ersten Halbzeit wohl all das gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Das gibt natürlich eine reizvolle Konstellation dann für die zweiten 45 Minuten. Es laufen bereits Nachspielsekunden. Es hat ja kurzzeitig Unterbrechungen wegen Verletzungen gegeben. Und dieses 1:0 pulvert unsere Männer weiter auf. Auch solch einem Klassemann seit Jahr und Tag wie Oleg Kuznetsov passiert halt auch einmal in einem wichtigen Spiel solch ein Missgeschick. Zögerte eine in der Idee zu lange. Aber was noch wichtiger ist, unsere Mannschaft hat daraus etwas gemacht. Da kommt der Halbzeitpfiff. Verdiente 1:0 Pausenführung nach einer beherzten Leistung.